Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, könnt ihr euch sehr gerne hier den Link im oberen kleinen i reinziehen. Das überlasse ich jedem Einzelnen, aber würde mich freuen über jedes einzelne Kanalmitglied, so dass hier der Kanal immer noch etwas weiter wächst. So, und jetzt kommen wir weiter zum eigentlichen Video zurück. Jojo Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal bei Cheesewatt zu einem kurzen weiteren GTA 5 Online Video. Und zwar werde ich euch jetzt hier drin zeigen, ich habe ihn immer noch in meiner Emosin drin, mein Magic Slot, damit ihr euch aber dann die Fahrzeuge, die ihr erstellt habt, euer Freund für euch abgespeichert habt, nun wollt ihr die ja selber abspeichern, so dass sie aber auch nicht verloren gehen oder sich der Wagen komplett zurückgesetzt, weil das ist leider beim Magic Slot so, dann müsst ihr den als eurem Freund geben und dann verschiebt ihr selber erstmal euren Magic Slot zurück in der Garage. Ich habe mir jetzt hier den dementsprechenden kostenlosen angefordert, um das hier jetzt durchzuführen und um euch auch zu zeigen, euer Freund steigt wieder an die bei euch ins Auto ein, öffnet das Pausenmenü. Gerade mal da den Ton ausmachen. Und dann fahrt ihr hinten an die MOC dran. Wie gesagt, da ist ja immer noch unser Magic Slot drin. Ihr selber könnt den Magic Slot jetzt nicht nehmen und in die Garage reinfahren, sondern ihr müsst immer aus der jeweiligen Garage, wohin ihr den verschieben möchtet, müsst wirklich den kompletten Slot verschieben. Fordert ihr euch dann daraus ein Fahrzeug an, wie bei mir ist es zum Beispiel ein kostenlosen, nehme ich jetzt dafür. Ihr könnt das wirklich nur austauschen, indem ihr das immer mit der Vollmeldung macht. So, Steuerkreuz rechts, die Vollmeldung annehmen. So, stellen wir den hier ein bisschen was weiter vorne hin, da muss ich nicht so weit laufen, denn ich laufe jetzt hinten an die MOC dran. Mach wieder dasselbe, ich bin hier wieder für GFK verglitscht. Mit ihr, so, Franklin-Meldung, die ablehnen. Jetzt alleine eintreten, wieder ein bisschen warten, bis wir die schwarze Meldung wieder aufrufen können. Das sollte reichen, Steuerkreuz da unten. Ja, das reicht, perfekt. Und jetzt steigen wir hier in kein gemoddetes Auto ein. Nein, wir steigen in das Auto ein, womit wir eben an die MOC dran gefahren sind, was wir uns bestellt haben, für den Magic Slot in die Garage zurück zu verschieben, während wir verglitscht sind. Wir steigen den Wagen ein, beschenken uns den kostenlosen quasi selber. So, und jetzt steht der Magic Slot in der Garage, wo wir eben uns den kostenlosen angefordert haben. Ihr müsst euch quasi dann den Wagen selber schenken. Dann ist der Magic Slot erst verschoben. So, und jetzt könnt ihr selber schon loslegen und euch den nächsten Wagen ziehen. So, und da werde ich mir jetzt hier den Komet S2 ziehen. Ich werde das hier jetzt machen. Gerade mal oben den anderen Charakter abholen. Das ist ganz vergessen. So. Steigt da jetzt ein. Ziehen wir den gerade drauf. Und dann hören wir uns gleich wieder, sobald ich den Wagen drin habe und auch wie ihr das macht, dass ihr den Magic Slot wieder zurück in die MOC rein verschiebt bei euch. Ja, wie gesagt, den Wagen, den haben wir jetzt abgespeichert. Das ist jetzt kein Magic Slot, der ist jetzt wirklich normal abgespeichert. Unser Magic Slot steht in der Garage. Werde ich euch auch gerade zeigen und dann werde ich das jetzt auch direkt hier drin wieder zeigen, wie ihr euch den Magic Slot wieder zurück in die MOC reinstellt, um das nächste Fahrzeug direkt auf den Magic Slot ziehen zu können und dann, also dass ihr wirklich einen Magic Slot drin habt, dass ihr direkt weitermachen könnt, ohne dass ihr euch verglitschen müsst, ohne dass ihr nochmal irgendwie die Sitzung wechseln müsst oder sonst irgendwas. Den gerade erstmal einlagern. Zeige euch das, wo der jetzt steht, der Magic Slot, das war ja bei mir der Komet S2,
Nicht der, der jetzt hier steht. Den hatten wir hier, den wir jetzt richtig real abgespeichert haben, korrekt abgespeichert haben, der befindet sich ja jetzt in der MOC drin und der Magic Slot, das ist der hier. Der steht jetzt hier in der Garage. So, und den wollen wir uns jetzt wieder zurück verschieben. Dazu fordert ihr den Magic Slot über Mechanica direkt an. Wo steht er? Der steht genau vor der MOC. Perfekt. Können wir direkt dann rüberfahren. Wie gesagt, das hier ist der Magic Slot, der Wagen. Jetzt verschieben wir den wieder zurück in die MOC rein. Dann machen wir wieder dasselbe. Euer Freund steigt wieder ein. Öffnet das Pausenmenü. Ihr selber drückt Steuerkreuz nach rechts. Nehmt die Vollmeldung an. So. Ihr steigt aus. Bringt eine Meldung. Alleine eintreten. Warten wieder ein bisschen. Ich denke mal, das dürfte reichen. So, die aufrufen. Perfekt. So, jetzt steigt ihr in eurem Magic Slot wieder ein, mit dem wir eben hinten an die MOC dran gefahren sind. Damit ihr das Ganze noch mehr in, mit ihr noch einen besseren Überblick drüber habt, werde ich das jetzt so machen, dass ich jetzt gleich so einsteigen. So, und jetzt steht der Magic Slot tatsächlich wieder in der MOC und den Wagen, den wir abgespeichert haben, den wir auch korrekt abgespeichert haben und auch so bleibt, der steht jetzt auf dem Stellplatz, wo der Magic Slot stand. Und dann könnt ihr jetzt wieder weitermachen, für euch das nächste Fahrzeug drauf zu ziehen, fahrt den Magic Slot wieder nach draußen. Euer Freund stellt dann das Fahrzeug hin, was ihr auf den Magic Slot ziehen wollt, zum welches ihr bearbeiten möchtet, und stellt dann einen guten Schluss dann wieder das Fahrzeug hin, was den dementsprechenden Innenraum hat. Und sobald ihr da drin dann wieder eingestiegen seid, macht ihr wieder sofort Doppelklick PlayStation Taste, Internet raus, Doppelklick PlayStation Taste wieder, ne? So wie ich das im vorherigen Video auch gezeigt habe. So, aber um das hier jetzt euch zu zeigen, um das jetzt wirklich zu sehen, was jetzt der Magic Slot ist, weil es sind ja zwei sehr identische Wagen, die sind gleich. Ja, dazu werde ich jetzt einmal GTA neu starten. Und wenn wir gleich wieder online sind, ich werde das Ganze natürlich vorspulen, werdet ihr genau sehen, welches Fahrzeug der Magic Slot ist. Oder woran ihr ihn dann auch erkennen könnt. Oder was der Magic Slot jetzt tut, während ich jetzt das Game neu starte oder ihr das Game neu gestartet habt. Das will ich euch hiermit noch zeigen. So, wir sind wieder in GTA. Okay, und noch gucken, ob das Mikro läuft. So, wir fordern uns als erstes aus der MOC das Fahrzeug an. Ihr wisst das, in der MOC befindet sich der Magic Slot. Und jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn ihr das so lasst und den Wagen nicht eurem Freund gibt, der ihn dann für euch korrekt abspeichert. Was dann mit diesem Wagen passiert. Ihr seht das schon.
Der hat irgendwelche random Standardfelgen drauf, random Straßenkennzeichen, Innenraum, Scheiben, alles auf Standard komplett zurückgesetzt, außer die Farbe. Okay, das muss ich den Wagen mal lassen. Okay. So, und jetzt fahren wir rüber zum Nachtclub. Zeige ich euch noch den Wagen, den wir vorhin von unserem Freund bekommen haben, dass wir das wirklich 1:1 richtig ausgetauscht und auch abgespeichert haben, dass wir uns vorher den Magic Slot aus der MOC in die Garage rübergestellt haben, verschoben haben und uns den Wagen gezogen haben, und eben haben wir uns ja wieder den Magic Slot zurück in die MOC reingestellt. Ihr habt den jetzt schon gesehen. So, und was jetzt hier drin steht, da ihr seht denselben Wagen. So, und der hier, der ist nun jetzt korrekt abgespeichert mit den richtigen Felgen, grünen Fensterscheiben und dem Yankton-Kennzeichen. So, ich hoffe, ihr habt das alles soweit verstanden. Zu diesem kurzen Video, auch wenn es vielleicht etwas länger geworden ist. Egal, aber ich möchte auch, dass ihr das versteht und das auch im Prinzip rafft, wie das ganze, die ganze Spielmechanik hier funktioniert und wie man sich das alles korrekt abspeichert und hin und her und macht und tut. So, das wäre es auch schon jetzt am Ende dieses Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns spätestens im nächsten Video. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.